Grüßt euch Leute, heute geht es um ein iPad Air 2. Und zwar hat das ein Kunde eingeschickt, privat. Er möchte gerne den Akku getauscht haben und in dem Zusammenhang mit dem Akkutausch möchte auch, wie beim letzten Video auch schon, eine Speichererweiterung. Bloß eben heute beim Air 2. Habe ich selber noch nie gemacht, wird Premiere auch für mich. Ich muss ein bisschen improvisieren, was die Unterhaltsplatte angeht, weil ich habe keine, die eigentlich groß genug dafür ist. Aber ich weiß mir da ein bisschen zu behelfen oder zu helfen. Und ja, wir schauen uns das gleich zusammen an. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Intro wie immer und dann geht es auch gleich weiter. Also, bis gleich. So, dann legen wir auch los gleich. Und zwar hier ist das hübsche Gerät. Nicht wundern, ich habe hier abgedeckt mit Stencils, damit man die E-Mail-Nummer und die Seriennummer nicht lesen kann. Der Kunde möchte das nicht, kann ich aber auch verstehen. Genau, ja, dann seht ihr, dass es 16 GB hat, das Gerät. Ich zoome noch mal kurz ein Stück rein, damit es vielleicht auch besser lesbar ist. Genau. Und dann habe ich auch die Platine schon ausgebaut, Display gelöst. Heißt, wir können eigentlich gleich richtig losstarten damit. Genau. Dann legen wir mal los. Wir machen die Stencils runter. Kann das Gerät jetzt so nicht ausschalten, weil ich den Power-Button nicht mit angeklemmt habe. Ich zoome hier auch mal wieder ein bisschen raus, damit ihr ein bisschen seht, was ich hier mache. Aber ich denke, jeder, wo solche Reparaturen durchführt, kann ein Display rausmachen und kann auch die Platine soweit ausbauen. Deswegen sparen wir uns die Zeit einfach, weil sonst wird das ein ewig langes Video. Genau. Wir legen los. Wir haben den Akku getrennt. Ich fahre hier mit etwas drunter, um den Akku anzuheben und zu trennen von der Platine, damit wir hier nicht irgendeinen Schaden anrichten und danach kein Backlight mehr haben. Wir legen uns das LCD zur Seite. Ich habe hier unten beim Dock-Connector noch zwei Schrauben drin, damit dieses Gerät starten konnte ohne Power-Button. Genau. Ja, und dann können wir die Platine rausholen. Also ihr seht, ich habe schon alles im Vorfeld abmontiert, um das Video einfach so kurz wie möglich zu halten. Gut. Ich muss gestehen, ich mache jetzt beim iPad Air 2 auch das erste Mal eine Speichererweiterung. Bei meines Erachtens macht es eigentlich gar keinen Sinn, aber gut, der Kunde wollte das so, dann machen wir das natürlich auch. Der Speicher ist normalerweise unter diesem Blech. Also wir haben ja hier über der Platine noch dieses Blech, das kann man ganz einfach runter machen und danach auch wieder raufklipsen. Und hier unten drunter ist dann eben der NAND-Speicher. Und zwar ist es der große schwarze hier. Das oberhalb ist der WLAN-IC. Dann haben wir hier den Power Management normalerweise und hier den Prozessor, die CPU. Die werden wir natürlich ein bisschen schonen und kühlen in dem Ganzen, damit hier nichts passiert. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir auch gleich oder beziehungsweise wir wechseln noch nicht. Ich habe mir hier ein bisschen, ja, anderweitig beholfen und zwar gibt es ja diese schönen Rework Vorheizplatten, diese großen, mächtigen, extra für iPhone-Platinen und größere Geschichten, die habe ich leider nicht. Ist mir ehrlich gesagt zu teuer, will ich nicht kaufen für das, dass ich ein paar iPads löte. Tut es die hier auch. Ich habe mir hier einfach, das ist für das iPhone 7, die Unterheizplatte. Ich mache mir hier einfach den Halter weg, der ist ja nur angeschraubt und legt die Platine dann hier drauf. Baue mir links und rechts ein bisschen was unter, damit das hier nicht rumkippelt, beziehungsweise die ist hier eh ziemlich gut ausbalanciert. Klebt die jetzt hier mit Kapton-Band ein bisschen fest.
Und mal schauen, wie wir es am besten machen. So sieht es doch, glaube ich, ganz okay aus. Heiß ist es. So viel kann ich schon mal sagen. Der einzige Nachteil, den wir jetzt dadurch haben, ist, dass das Ding natürlich hin und her wackelt. Das wäre natürlich in so einer Re-Workstation schon um einiges schöner. Aber wie gesagt, für die paar Mal, wo ich das mache, muss ich nicht für ein paar hundert Euro eine Vorheizplatte haben. Es geht so auch. Ja, dann wechseln wir uns das Mikroskop. Wir sehen, auch hier ist alles schön unterfüllt und umfüllt. Wie soll es auch anders sein? Dementsprechend gehe ich hier jetzt mit der Temperatur runter auf 280 Grad. Den Luftstrom lasse ich bei 35 Grad. Ich benutze eine JVC Heißluftstation. Ja, wie gesagt, und die Temperaturangaben sind immer so eine Sache. Ich mache das mit Absicht eigentlich ungern, nicht weil ich irgendwelche Geheimnisse habe, sondern weil es jeder für sich entscheiden muss und rausfinden muss, was man denn für Temperaturen benötigt. Jeder hat eine andere Vorgehensweise. Der eine ist mit der Heißluft näher am Geschehen, der andere ist ein bisschen weiter weg, braucht deswegen ein bisschen mehr Luftstrom und Hitze. Der andere nimmt eine größere Düse und der andere eine kleinere. Also es gibt so viele Faktoren, wo da reinspielen. Jeder muss da sein eigenes Setting finden. Ich sage jetzt mal zum Löten von den Saturn und ICs mit der Heißluft kann man so roundabout 350 Grad angeben als, ja, als Leitlinie. Aber die Fein, das Feintuning muss dann jeder für sich selbst rausfinden. Für das Füllmaterial zum Wegmachen, wie gesagt, nehme ich jetzt gern 280 Grad mit der JVC. Da geht es für mich eigentlich mit am besten. Machen wir mehr, haben wir die Gefahr, dass wir uns die Bauteile nebenan, die Kondensatoren und alles auslöten. Das wollen wir ja nicht und deswegen mache ich es mit 280 Grad und ich habe bis jetzt eigentlich gute Erfahrungen damit. Ja, jetzt geht's los. Es wird wahrscheinlich ein bisschen eine wackelige Angelegenheit, vermute ich. Da wir ja, wie ihr gesehen habt, nur mit Kapton-Band fixiert sind, werde ich mir das Ganze auch hier mit der Heißluft noch ein bisschen vorsichtig halten. Man muss halt einfach ein bisschen improvisieren. Dauert vielleicht so auch ein bisschen länger, weil man eben improvisiert. Ich denke aber auch im Umkehrschluss, improvisieren ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Weil was machst du denn, wenn deine Vorheizplatte in dem Fall dann kaputt geht und du kannst nichts, kannst es nicht anders machen? Dann musst du auch improvisieren. Kannst du nicht sagen dann zum Kunden, nein, ich kann es jetzt nicht machen, meine Vorheizplatte ist kaputt, musst jetzt warten 3 Wochen, bis ich eine neue aus China habe oder was weiß ich, woher. Insofern ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man auch mal improvisieren muss. Und dass man Ideen hat. Das ist jetzt hier keine großartige Idee.
Alle, wie die, wo das Video von gestern gesehen haben mit der Speichererweiterung vom iPhone 8, ja, 8 glaube ich war es. Ich habe gestern im Video gesagt, dass es halt immer ein Problem ist. Die Videos gibt es eigentlich und es ist immer das Gleiche und Gleiche. Im Endeffekt ist es ja hier jetzt auch wieder so. Es ist ja nichts anderes, bloß dass es ein anderes Gerät ist und dass es vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber im Endeffekt ist es das Allergleiche. Wir holen jetzt den Speicher hier runter, um dann den Speicher im Programmer auszulesen und einen neuen Speicher zu beschreiben und reinzulöten. Also, nur noch mal kurz angesprochen, das ist eben das, was ich meine damit. Das ist immer irgendwie das Gleiche und irgendwie kommt man sich auch ein bisschen doof dabei vor, immer wieder in das gleiche Videos zu machen. Also ich zumindest. Könnt mir mal in den Kommentaren unten schreiben, wie ihr das seht. So, ich nehme in dem Fall ein bisschen Flussmittel zur Hilfe. Das läuft zwar jetzt noch nicht runter, aber sobald wir meine Ritze haben, kann das auch gleich mit eindringen ein bisschen. Ich möchte hier ein bisschen schonend arbeiten, weil hier nebenan ja auch gleich die CPU ist. Das heißt, ich möchte hier gar nicht so in den Bereich hinkommen, dass ich sage, okay, wir müssen da ein bisschen wegbleiben davon. Ich überlege gerade eh, wie wir anfangen am besten. Am besten wird es wohl sein, gehe mit der Luft hier schön drauf und gehe von hier rein. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, ob es was wird. Wie gesagt, das ist auch meine erste Speichererweiterung beim iPad Air 2. Ich habe das Ganze schon beim anderen iPad vielleicht mal gemacht, aber beim R2 habe ich es noch nicht gemacht. Man muss beim iPad halt auch immer bedenken, das Gerät ist wesentlich massereicher wie so eine kleine iPhone-Platine. Da dauert das Ganze natürlich auch ein bisschen länger, bis alles schön heiß wird. Ich befürchte hier schon fast, dass wir mit der Temperatur noch ein bisschen nach oben könnten. Das werde ich jetzt hier auch machen. Ich werde auch den Luftstrom ein bisschen erhöhen. Ja, hat doch soweit ganz gut geklappt. Das eine Pad hier ist ein bisschen lost. Das ist aber hier leicht zum Anjumpen. Das werden wir noch machen. Das meine ich, das ist jetzt zum Beispiel hier kein perfektes Video. Trotzdem werden wir das Beste aus dem Video rausholen. Und man sieht das halt auch. Allen anderen mal irgendwie Fehler passieren, auch mir passieren Fehler, wie jetzt hier mit dem Pad. Nein, man muss es halt dann wieder rekonstruieren und es dauert vielleicht ein bisschen länger. Gut, dann wie immer ziehen wir uns erstmal das Lot ab.
Soweit sieht's gut aus. Das Pad hängt noch am seidenen Faden. Nur dann eh mal schauen, was es für eins ist, aber ich denke, dass es eins man braucht. Ich gehe wieder runter auf 280 Grad. Ihr seht schon, der Kleber hier ist ein bisschen hartnäckiger wie beim iPhone 8 Coating. Einfach härter, nicht so weich und geschmeidig. So, dann haben wir es ja gleich. Da brauchen wir gar nichts wiederherstellen, das passt noch, das Pad. Wenn wir es jetzt nicht noch fünfmal kniegeln. Also sprich hin und her biegen. Ich würde sagen, das passt so. Das lassen wir. Da tun wir nicht länger rum. Ich drehe wie immer die Unterhitze ein bisschen runter. Wir wechseln wieder auf die. Wechseln wir überhaupt? Eigentlich nicht. Wir machen uns gleich mal den alten Speicher ein bisschen sauber. Wir haben hier ein A8. Sollte baugleich mit dem vom iPhone 6 sein, der Speicher.
So, jetzt ist mein Flux leer. Hier schnell beim Speicher das Lot ab ein bisschen. Das reicht vollkommen. Gut, hier sieht schon wieder aus innerhalb kürzester Zeit. Schalte ich euch mal mit auf die On-Hands. Wir nehmen uns heute die JC 1000 oder Pro 1000S. Ich habe hier auch schon einen neuen IC oder Speicher genannt. Wir schalten das Gerät an, nehmen uns das Modul für 11 und 6. Hier mal, wo A1 ist. Mal schnell gucken. Und hier. Das heißt, der IC kommt hier so rum rein. Aber er passt noch nicht so wirklich schön, weil hier noch ein bisschen was dran ist. So, wir sehen, er wurde schon mal erkannt. Wir gehen hier rein und wollen uns das Ganze extrahieren. Jawohl, er hat alles korrekt extrahiert. Das heißt, wir können den IC hier auch schon wieder rausholen. Der ist relativ fest hier drin. Nehmen uns den neuen, den wo ich schon vorbereitet habe, setzen den ein und schreiben die Daten mit Write hier drauf. Jawohl, wir wollen formatieren und überschreiben. Das Ganze dauert ein bisschen, geht im Regelfall immer ein bisschen schneller, aber hier anscheinend nicht. Den alten Speicher heben wir uns natürlich auf, vorerst mal. Na komm, jetzt mach ein bisschen schneller. Ja, es gibt schon gewaltige Unterschiede, ne, von den Geschwindigkeiten. Aber gut. Da bleibt uns jetzt tatsächlich nichts anderes über, als zu warten. Ja, nochmal danke für den Kommentar unter dem gestrigen Video. Fällt mir gerade so ein. Klar, ich gehe immer gerne ein bisschen so auf die Temperaturen ein und ich kann auch gerne mal Tools vorstellen, warum ich die vielleicht aussortiert habe oder manche reingenommen habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer denn genau geschrieben hat, den Kommentar. Werde ich mir für die Zukunft auf jeden Fall merken. Und werde ich ein bisschen drauf eingehen, klar. Also ich habe hier keine Betriebsgeheimnisse, zumindest keine, wo ich in den Videos präsentieren werde. Ja, insofern, wie gesagt, wenn ihr irgendwas wollt oder euch was wünscht, schreibt es einfach drunter. Wenn das für mich umsetzbar ist, dann werde ich das auch machen. Ihr merkt schon, dass jetzt einiges seit den letzten 3 Tagen Videos kommen. Auch der Marco hat wieder Videos gestartet.
Wir hatten einfach viel zu tun in letzter Zeit und, oder haben wir ja eigentlich immer noch, aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt den Channel mal wieder ein bisschen betreiben, weil, ja, das wäre einfach zu schade drum. Und wir wollen euch ja auch was bieten. Gut, wir schreiben die neuen Daten drauf. Wir sehen, das Schreiben ist komplett. Das hat funktioniert. Insofern können wir jetzt unseren PC wieder rausholen. Auch der sitzt ein bisschen streng drin. Gut. Dann können wir die 1000S wieder ausschalten, beiseite stellen. Müssen wir den IC noch rebollen. Das machen wir jetzt. Dazu gehen wir natürlich wieder unter das Mikroskop. So. Auch sauber, das passt auch. Das ist der falsche Stencil, sehe ich gerade. Das hier ist der richtige. Ich klebe mir den auch wieder rein hier ein bisschen. Ja, sitzt zwar nicht 100.000%, aber leicht. Ja. Ui. Habe ich mir das Zeug hier am Finger geschmiert. Dann werden wir uns das Ganze hier auch schon reballen. Gut, das war's. So, jetzt lasse ich den IC mal kurz ein bisschen kühlen. Mache ihn schnell ein bisschen sauber. Und dann werde ich kurz meinen Flux auffüllen. Weil sonst können wir nicht weiter löten. So, gut, ich fülle schnell meinen Flux auf.
Flup. Flup für Flux. Gut, dann geht's weiter. Wir holen uns die Platine. Fahren die Unterhitze wieder ein bisschen hoch. Ich nehme Unterhitze 135 Grad, eigentlich egal mit was ich gerade mache. Also ziemlich. Ich lasse die immer gleich. Dann fluxen wir ein bisschen. Passt so. Wir legen uns den IC rein, wie er in etwa gehört. Warten noch einen kurzen Moment und dann löten wir uns das ganze Gerät, das ganze Teil hier auch wieder rein. Ich werde mir das Ganze wieder von der Seite machen. Und zwar diesmal von der hier, um nicht direkt auf den Power Management IC zu blasen, beziehungsweise ist gar nicht Power Management, das sieht mir eher aus wie, ah, ich weiß es nicht, ich weiß es jetzt ehrlich nicht, müsste in ZXW nachschauen, was es ist genau, könnte Power Management sein, könnte aber auch Baseband sein. Wir haben noch keine Endstation erreicht. Aber jetzt sollte es passen. Schalt die Unterhitze aus. Lass das Ganze ein bisschen abkühlen. So, das war natürlich auch nicht ganz so clever. Wir gehen oder wechseln auf die On-Hand. Während die Platine ein bisschen kühlt, räume ich hier ein bisschen auf gleich wieder. Ich finde, das ist für mich das Wichtigste, einen sauberen Arbeitsplatz. Das nehme ich mir jedes Mal vor und nach jeden 10 Minuten Löten liegt doch wieder alles hier. Aber ich habe mir zumindest mittlerweile angewohnt, oder gewöhnt, die Sachen dann gleich wieder aufzuräumen. Weil ich könnte es nicht verkraften, wenn auf meinem Arbeitstisch alles voll liegt und ich nichts mehr finde. So. Platine ist mittlerweile ein bisschen abgekühlt. Wir reinigen hier gleich ein bisschen. So.
Dann bin ich ja mal wirklich gespannt jetzt. Wir legen die jetzt auch nur provisorisch hier rein. Jetzt da gar kein großes Ding jetzt draus machen. Brauche jetzt auch keine Lautsprecher und nichts. Ich möchte jetzt nur wissen, ob das ganze Ding überhaupt funktioniert. Deswegen schraube ich mir auf jeden Fall meine Ladebuchse unten kurz fest. Damit ich hier meinen Stecker reinstecken kann, das Lightning-Kabel. Trenne mir hier vorsichtshalber noch mal kurz den Akku, stecke den Power-Button noch an. Jetzt ist er drin. Genau, mehr brauchen wir eigentlich zur Wiederherstellung nicht, außer das Display natürlich. Das werden wir uns jetzt noch schnell anstecken. Und dann machen wir die Schraube für den Akku noch rein. Und dann bin ich tatsächlich gespannt. Wir werden jetzt das Lightning-Kabel anstecken und dann werden wir gleich wissen, ob irgendwas passiert. Wir sind auf jeden Fall im DFU-Mode, sonst hätten wir das nicht gehört. Wer gestern im Video aufgepasst hat, weiß, was jetzt zu tun ist. Für alle, die nicht aufgepasst haben oder es nicht gesehen haben, sage ich es gerne nochmal. Wir müssen das Gerät jetzt wieder herstellen. Natürlich habe ich das iPad eher keine Software gedownloadet. Ich download die schnell, werde das im Zeitraffer durchgehen, damit es hier nicht ewig dauert. Und dann sehen wir uns und hören uns den, ja, sehen und hören direkt nach dem Download. Dann bis gleich. Wir haben die Software gedownloadet, gehen hier unten wie immer auf Quick Flash Mode und dann auf Flash. Und dann hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Bin gespannt. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir über die 20% Marke drüber kommen, weil dann hat er den Speicher zumindest erkannt. Und dann sehen wir auch, ob alles gut gelaufen ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir so weit kommen. Ich sehe auch hier den Apfel bei mir am Tablet. Display ist angegangen. Wir haben auch jetzt die 20%. Wir haben Zugriff auf den Speicher. Dann würde ich sagen, geht es jetzt wieder ab in den Zeitraffer und wir sehen uns dann gleich nach dem Update, beziehungsweise nach der Wiederherstellung. Bis gleich. So, dann sind wir auch schon wieder soweit. Das iPad ist wieder hergestellt. Jetzt sehe ich gerade, ihr seid die ganze Zeit am falschen Bild gewesen. Ich wollte euch eigentlich ins RioTools reinnehmen mit. Gut, haben wir jetzt leider verpasst. Ihr seht hier, alles ist neu geflasht. Dann gehen wir wieder hierher. Beziehungsweise wir können gerne nochmal ins RioTools reingehen. Und zwar müssen wir das Gerät ja noch aktivieren. Das machen wir auch gleich hier. Und wir sehen auch hier schon wieder, wir haben 128 GB. Sprich, die Speichererweiterung hat funktioniert.
So, jetzt dürftest du aber gleich fertig sein mit dem Aktivieren hier. Jawohl, perfekt. Dann wechseln wir wieder auf die On-Hands und warten kurz. Wir richten das Gerät mal kurz ein zusammen. Im Anschluss werde ich das Video beenden und danach werde ich das Gerät wieder fein säuberlich zusammenbauen. Genau. Und wenn ich alles zusammengebaut habe, werde ich nochmal eine Wiederherstellung machen mit allen angeschlossenen Komponenten, sodass dann auch wirklich alles 100% funktioniert. Danach wird es getestet und zurück an den Kunden gesendet. Nur so ein kleiner Ablauf jetzt noch. Wollte jetzt nur nicht alles gleich zusammenbauen, damit man nicht, dass dann irgendwas nicht passt und wieder alles auseinanderbauen. Deswegen jetzt erstmal so. Und ich meine, die Wiederherstellung, die lasse ich dann durchlaufen, während ich was anderes mache. Genau. So stört mich das Ganze auch nicht. Jetzt sollten wir gleich soweit sein hier. Uhu, hallo. Ja, Wahnsinn, dauert das lange. Wir brauchen eigentlich das Lightning-Kabel schon gar nicht mehr, das kann man mal abstecken. Ich weiß auch gar nicht, was ich euch jetzt groß erzählen soll. Hier ist gähnende Ruhe und Stille. Ah ja, genau, eins fällt mir noch ein. Im letzten Video wurde wegen der JC V1S, wegen dem neuen Modul, glaube ich, gefragt, zwecks Frontflex beim iPhone X oder ab dem iPhone X, dass man das nur noch umprogrammieren braucht, die Sensoren und nicht mehr swappen auf ein neues Flex. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nichts drüber. Also ich kenne das die Methode schon, habe gehört, dass es die gibt. Ich weiß auch, dass es die Sachen schon in einigen Shops zu kaufen gibt. Ich selbst habe sie noch nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mir anschaffen werde, weil für mich dauert so ein Swap von den ganzen Sachen Pi mal Daumen 15 Minuten, wenn überhaupt. Und ja, mein Gott, die 15 Minuten kann ich schnell machen. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendein Programmiergerät, wo ich da alles umprogrammiere. Aber aufgrund der Interesse, die geäußert wurde, werde ich mal schauen, ob ich mir das vielleicht doch zulege und ein kurzes Video dazu mache. Ja. Wird sich in den nächsten Tagen, wenn dann, ergeben. Ich werde da mal mit ein paar Leuten sprechen. Vielleicht bekomme ich auch eins zur Verfügung gestellt, um dann eben ein Video drüber zu machen. Und dann sehen wir weiter. Also in den nächsten Tagen gibt es mehr Infos. So, und jetzt wäre schön, wenn das Gerät hier endlich mal weitermachen würde. Da sieht man halt echt den Unterschied zwischen so einem iPhone 6 Speicher, wie langsam der eigentlich arbeitet. Und Prozessor im Gegensatz zu den neuen Geräten, ne? Ist schon brutal. Aber jetzt haben wir es endlich. Wir sind deutsch und wir kommen aus Deutschland. Wir wollen manuell konfigurieren, gehen hier oben gleich weiter ohne WLAN, da wir es ja gerade schon mit Threo Tools aktiviert haben. Gehen hier auf Weiter, die brauchen wir nicht, den Code brauchen wir auch nicht. Wir brauchen auch keine Daten.
Und auch keine Apple ID. Und los geht's. Gerät funktioniert, einwandfrei. Wir schauen kurz rein, was er denn hier zu beklagen hat. Konfiguration abschließen, das passt. Wir gucken kurz auf Info. Wir sehen, das Gerät hat aktuell 128 Gigabyte Speicher. Die Speichererweiterung hat also demzufolge gut funktioniert. Ich würde sagen, an der Stelle war es das mit dem Video. Es ist möglich, auch bei dem iPad Air 2 den Speicher zu erweitern. Ob das Ganze Sinn macht, ist dahingestellt. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich mache es gerne, klar, ist mein Geschäft. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns die nächsten Tage beim Video. Und ja, bis dahin, alles Gute.